Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Evoland! Yeah! So, in der letzten Folge haben wir Bomben erhalten. Yeah, Bomben. Ja, nächste Aufgabe wäre damit also der Heilige Hain, der hier unten... Danke! Yay, es ist okay. Aber bevor wir das machen, habe ich mir überlegt, wir gehen nochmal zur Nuria-Mine, weil da gab es ja Orte, die wir nur betreten konnten. Kommen. Genau, und auch solche Orte gab es auch, was ich gerade angucken wollte. Oh, X-Kristall, ist das? Sie meinte ja, sie hat ihre magische Fähigkeit. Nice! Sie meinte ja, sie hat ihre magischen Fähigkeiten trainiert, während wir nach Bomben gesucht haben. Und ich würde sagen, das stimmt. Was bist du denn? Ein Atuin! Ah, viel von dir gehört. Das Vieh hat viel Leben. Ach, dann tot. Mal schnell heilen. 21 halt, stimmt, das hat sie auch letztes Mal schon getan. Um zu wissen, für mich liegt diese in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, ich glaube ein paar, also auf jeden Fall mehrere Tage. Ich hätte jetzt erstmal eine Pause. Gamer hat schon für 7 erreicht, sind wir für Leben wurde erhöht. Alex hat schon für 7 erreicht, ihr werdet für Leben wurde erhöht. Yeah. Guck mal nicht aus. Gemacht. Mach erstmal den da weg. Okay. Was? Mann, könnt ihr mal treffen? Danke. X-Kristall! Es gibt keine Mana-Anzeige, also. So, sind wir wieder in der Mine. Wie wähle ich eigentlich aus? Ach so. Jetzt haben wir also Bomben. Der Platte erinnert mich an Zelda. Können wir wahrscheinlich den Endboss nochmal aufs Feld rufen, aber ich muss den nicht nochmal besiegen. Obwohl, können wir eigentlich machen. So, hier war der erste. Explodier! Danke! Ausgrabung, ihr habt einer Bombe eine riesige Mauer ersprengt. Excavations wird freigeschaltet jetzt als Partnerstern. Stern! 10 versteckte Sterne gefunden. Star of Evoland! Habe ich als Errungenschaft jetzt freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht mit Steam. Nein, das Spiel gibt's ja auf Steam. Ich glaube für 9 Euro. Ich habe jetzt auch keine Lust, mein Schwert rauszuholen. Jetzt kann ich mein Schwert wieder rausholen. Du bist tot. Oh, was haben wir hier? Karte oder Stern? Stern! 11 von 30 haben wir jetzt. Ja, ich kann zählen. Aber wir gehen noch ein Stück zurück. Weil... Es gab ja schon im allerersten Gebiet Orte, in denen man Bomben legen konnte. Boah, ist das cool aus. Komm hier rein. Au. Blödes Vieh. Das Spiel leckt heute irgendwie ein bisschen, obwohl ich eine Framerate von 24 habe. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Oh Mann! Jetzt ist die Frame doch immer unten. Die Kiste haben wir. Da oben ist nichts. Gut, dass die Vieh hier nicht schießen. Die sehen nämlich so aus, als könnten sie es. So, gespeichert. Über den Dimensionsstein.
So heißen die Dinger doch, oder? Habe ich noch richtig in Erinnerung. Aha. Bang. Was haben wir hier? Karte, Skelett. Schön. Nachdem wir in der letzten Runde so viel Doppelzwilling gespielt haben, ne? Dummerweise auf schwer dann schon versagt. Ich fühle mich ein bisschen dumm. Warte, hier haben wir angefangen, oder? Nicht hier unten angefangen? Wir haben irgendwo da in die Richtung. Ich guck mal, ob da noch was war. Oh. Wenn ich mich nicht täusche. Ne, hier haben wir nicht angefangen. Da war nur, glaube ich, nur eine Truhe. Ah, ist eine Truhe. Wie komme ich an die ran? Wahrscheinlich irgendwie darüber. Aber ich glaube, wir haben. Also, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier unten an. Hier haben wir das Spiel begonnen, glaube ich. Aha. Stimmt, anfangs hatten wir noch kein Schwert, da konnte ich hier gar nicht durch. Und blopp. Ey, Octorok. Ja, stimmt, die Viecher sehen den Octoroks auch ähnlich. Aus Zelda. Kennt ihr ja auch. Also ist das auch eine Anspielung. Und Octoroks können Steine schießen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch mehr Orte gab, wo wir eine Bombe brauchen. Na gut, gespeichert. Das sagt die Uhr. Na du Octorok. Stirb. 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 Das ist schön. Ah, hier. Karte oder Stern? Roter Zauberer, ja, die kennen wir auch. Kartensammler, 15 Doppelzwilling-Karten gefunden. Errungenschaft freigeschaltet, Card Collector. Ich weiß nicht, ob, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ihr das mit Steam da unten seht. Das Spiel kannst du auch für zu lecken. Danke. Also nicht ans Spiel, dass du aufhörst, das zu lecken. Hier war jetzt diese Stadt, nicht wahr? Hier mal gucken. Oh, ein Atelier. Also, Alex kümmert sich um den Atomin. Das ist Gameboy, also ich. Und die Zumbas. Die Karte vom Atomin haben wir ja auch. Warum ist der eigentlich inzwischen so schwach geworden? So, ich töte den mal. Halt. 18 EP und 400 Gewiss. Gibt's hier noch irgendwo was? Da nicht. Oh, so, du Aktivia. Ist tot. Wie gesagt, ich sehe keine Mana-Anzeige, deswegen nutze ich das einfach weiter. Ich hab's so offen zu lecken. Was bist du? Ein Choboko. Was ist denn ein Choboko?
glaube, ich heile erstmal lieber. Ist mir gerade irgendwie wichtiger. Aber die Musik hat sich verändert. Die ist anders als sonst. Wie in einem Bosskampf ist die Musik. Ja, genau. Bitte mach das mal auf Alex. Dem Chubuke den Trank zu werfen. Oh, der Tod. Chubuke-Jäger, wenn das kein Rosshuhn war. Cool, 20 P. Chubuke-Hunter. Game One, Stufe 8 erreicht, sein Wert für Angriff wurde erhöht. Alex hat Stufe 8 erreicht, ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Freigeschaltet, Chubuke vielleicht. Nice. Na gut, aber ich glaube, das gibt nichts mehr. Obwohl ich natürlich nochmal in die andere Richtung gehen werde jetzt. Also an der einen Kreuzung da, auf der anderen Seite ist ein Dimensionsstein. Ah, na endlich! Endlich ist er wieder stark genug für sowas. Yay, 15 EG. Speichern wir nochmal. So, was haben wir denn hier noch? Das ist bestimmt auch irgendwo noch was. Au. Ich hab's noch nicht gesehen, dass es für mich getroffen hat, aber das könnte auch in dem Leck liegen. Komm. Hier war das hier, wo man auch außen rumgehen konnte. Oh, den Stein sprengen, mache ich mir jetzt nicht die Mühe, noch mal zu sprengen. Ist ja nicht sein. Immerhin hat der einen Herzchen gedroppt, also. Keine große Sache. Kurz auf die Uhr gucken. Haben wir 10 Zeit. Und dann denkt man sich, dass noch alles gut ist. Ja! Herzen. Ach, das war ein Herz. Hab ich gar nicht gesehen. Ah! Mistvieh! Komm her! Danke. Die Truhe haben wir offensichtlich schon. Komm, weiter. Okay, hier ist nichts mehr. Ich bin ein braver Junge und folge dem Weg. Alter, was war das? Wie bin ich hier hingekommen? Fuck! Ah, scheiß Lag. Guckt euch das an! Hilfe! Alter! Was soll denn der Scheiß? Yeah! Ich rutsche durch die Gegend. Das Lustige ist ja, dass der mir auch irgendwie ein bisschen ähnlich sieht. Deswegen, ah, da lang. Noch kurz speichern. Mann! 2 Frames! Was soll denn das? Oh, das Vieh tatsächlich besiegt. Und der Leg ist weg! Wow. Das Vieh konnte ich gerade irgendwie nicht treffen.
Ach, scheiß Bildschirmschoner. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Doch, habe ich natürlich. Wäre schlecht, wenn ich nicht wüsste, wo ich bin. Kein Herz. Come on, a hardcore hero. Kein Herz für den Helden. So. Wollen wir mal. Wieder eine Noria-Mine. Ach Leute, da fällt mir ein, ich habe noch eine Stelle gesehen, eine Brücke. Die fällt mir nur gerade so ein, dass es ja noch eine hier drin gibt. Alter, boah, Mann. Scheiß Vieh. Freunde, wieder da. Ihr könnt euch schon, ihr seht ja schon, was passiert ist. Warum ist mir meine Platte voll? So, ich gehe zum Speicherpunkt. Jetzt gleich. Nein, leckt das Spiel jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich lag das einfach wirklich daran, dass die Platte fast voll war. Ja, ihr könnt mich auch mal am Arsch lecken. Ach, jetzt kommt man gleich wieder gefallen, oder? Hier war doch der Durchgang, genau. Ah, ich mich sogar noch dran erinnern. Ne, jetzt kommt gleich erstmal der Speicher. Ja, genau, nach dem da. Bleib weg. Bleib. Ah! Alter! Komm da raus, du Mistvieh! Danke. Wo ist mein Speicherpunkt? Boah, muss ich wohl erst an den Fallen vorbei. Schön. Das hier muss ich nicht nochmal machen. Die zwei Arten, ich könnte auch gestohlen bleiben. Alter, komm schon. Nein! Na gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.